Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Ich verklicke mich. Discipleship Secret Lands. Ich bin endlich wieder am Start, mittendrin statt nur dabei. Und das sogar wirklich, denn ich bin mittendrin in einer Aufnahmeseason, die genau jetzt Es wird gestartet auch hat. Zeit. Und ja, wir haben hier immer noch unseren schönen Trupp. Und ich habe mich ja dann doch für Dämonen. Ach nee, es ist ja abgekackt, also musste ich mich ja gar nicht für Dämonen entscheiden. Ja. So, was ist denn hier? Trefferchance oder Macht? Genau, ich war mir noch nicht sicher, was ich von beiden nehme. Das wollte ich in dieser Season eigentlich herausfinden, das ist mir jetzt Ihre aber egal. Zeiten Ich greife sind jetzt einfach mein. erstmal an. Ja, viel passiert, deswegen war ich ja auch lange nicht da. Da muss ja eigentlich auch viel passiert sein. Ist das der Große dran? Ja, tschüss hinten. Ja genau, das ist auch der Dicke dran. Sonst besteht ja die Chance. Das war dumm, weil jetzt darf er nämlich nochmal und... Oh, Gott sei Dank, vorbei. Ja, auch vorbei. Ja, es läuft super. In allerlei Hinsicht. Ich habe ja... Ich habe keinen Tempel, bin ich dumm? Ich habe ja... Bewerbung geschrieben und derzeit sieht es nahezu perfekt aus. Ich sage immer noch nahezu perfekt, weil solange der Vertrag nicht unterschrieben ist, nenne ich es nicht perfekt. Ende, aus und fertig. Wenn es perfekt sein sollte, dann müsste man schon... Oh. Müsste man schon den Vertrag in den Händen halten. Ich habe den Vertrag nicht in den Händen. Deswegen mache ich noch keine Purzelbäume wegen meiner Arbeit, aka Ausbildung. So, weiterhin. Zwei geile Spiele in MMO-Format. Und zwar einmal Final Fantasy The Realm Reborn. Nee, Realm Reborn, nicht ist er. Startet demnächst die Beta. Super Beta-Plan, muss ich dazu sagen. Hab selten Es einen wird so auch guten, Zeit. ausgearbeiteten Beta-Plan so früh am Anfang gesehen. Weil die wissen wirklich genau, was sie wann, wie, wo machen wollen. Finde ich gut. Sehr gut sogar. Und ja, dementsprechend handle ich danach und Ihre Seelen sind mein. hab mich dazu angemeldet. Na dann mal gucken. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jetzt dürfen sie nur nicht verfehlen. Schön, wenn es manchmal klappt, oder? Ihre Seelen sind mein. Ja, hab mich dazu angemeldet. Das war Nummer 1. Das war schon mal gut. Noch viel besser. Natürlich trifft er ihn. Viel besser ist noch, es gibt noch ein anderes MMO, auf das ich nicht mal gewartet habe, weil ich nicht mal wusste, dass es kommt. Was dadurch der Oh-Effekt irgendwie noch geiler ist, weil, wer es noch nicht mitbekommen hat, habe ich ja auf dem zweiten Kanal auch in der News gezeigt, der The Elder Scrolls Online kommt quasi als MMORPG mit drei Fraktionen raus und Elder Scrolls ist einfach ein geiles Spiel. Ja, kann man sagen, was man will, Elder Scrolls ist einfach geil. Und warum muss überall noch ein Bogenschütze dabei sein, nur um mir auf den Sack zu gehen? Ja, und deswegen freue ich mich umso mehr auf Elder Scrolls Online. Natürlich mit dem Gedanken, dass ich auch dazu zur Beta ausgewählt werden hätte können, tun, was auch immer. Weil da gibt es auch eine Beta, dazu habe ich mich auch angemeldet und das ist ja alles nicht sicher. Ich weiß nicht mehr genau, welche Beta es war. Irgendwo darf man davon keine Informationen rausgeben. Das sind ja alles Closed Betas, sind ja jetzt nicht die Open Betas. Bei den meisten darf man ja nicht wirklich viel Informationen rausgeben. Manche handeln das etwas konstruktiver und der Beta-Vertrag, also Closed Beta-Vertrag davon, das war ein ganz anderes Zugpferd. Alter, also darfst du wirklich nicht. Du darfst keine Daten rausgeben während der Beta, nicht danach.
ja, weder Aufzeichnung noch irgendwas anderes und also ganz schön krass. Also fand ich, lol, sie hat einen Bauern? Wo hast du den Bauern nochmal her? Und warum habe ich für ihn eigentlich noch keinen Dings gebaut? Das hätte ich mal vorher machen können, weil jetzt hat er EP bekommen. Und er wäre aufgestiegen. Aber das, genau, wäre ja auch gut gewesen. Da ist er doch, die Feuergrube. Und ich habe sogar genug Gold. Es wird auch Zeit. Nach Hause schaffst du es nicht, wa? Wäre auch zu einfach gewesen. Ja. Das ist eigentlich das, was derzeit läuft. Und es läuft quasi alles perfekt. Fast so, wie ich es immer haben wollte. Naja, vielleicht nicht hundertprozentig so, wie ich es haben wollte. Aber ich fühle mich sicher, ich fühle mich geborgen. Ich fühle, mein Leben läuft in richtige Bahn. Und deswegen erwarte ich eigentlich derzeit nur den himmlischen Gerechtigkeitshammer, der von oben runterkommt und mir richtig einen in die Fresse boxt. Ja, wie das halt so oft mal in ist. Ja, alles läuft gut. Da wartet man ja eigentlich nur noch, dass es mal nicht so gut läuft. Also zumindest ist es derzeit bei mir so. Nicht, dass ich ein Schwarzseher bin, wie viele jetzt vielleicht meinen oder denken könnten. Das ist einfach... Ich bin es gewohnt, dass es immer so abgelaufen ist. Ja, man hat nicht einfach extrem viel Glück plötzlich. Zumindest nicht, um irgendwo an irgendeiner Stelle noch eine Rechnung begleichen zu müssen. Und irgendwo muss man eine Rechnung begleichen. Natürlich kann das Leben auch einfach mal besser werden. Aber es ist das allgemeine, ich möchte fast schon poetisch werden und sagen, göttliche Prinzip, dass es kann kein Glück geben, wenn es nicht gleichzeitig jemanden gibt, der deswegen leidet. Ja, das ist so eine allgemeine, von mir immer schon vertretene Ansicht und die hat bis jetzt immer gestimmt. Das ist einfach so, wenn man sich das genau überlegt, immer wenn es jemanden glücklich macht, gibt es mindestens einen, der dafür leidet. Manchmal leiden auch mehr. Natürlich ist das Leiden dann dementsprechend, zum Beispiel, um jetzt wirklich ein sehr einfaches Beispiel zu bringen, als erstes mit dem verteilten Leid. Weil es ist wirklich so, geteiltes Leid ist halbes Leid in dem Sinne. Denn jetzt mit dem Eisfarber bitte nicht das Ding getötet. Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid in dem Sinne so ähnlich. Ich will es jetzt nicht gleichsetzen. Aber so ähnlich funktioniert es zum Beispiel bei dem einfachen Prinzip vom Lotto. Danke. Einer gewinnt. Es kann immer nur einer gewinnen. Moment kurz. Orwell. Ihr seid schlimmer als Fürst Demonikos. Nee. Demotikros. Komischer Name. Der gab uns wenigstens etwas Freizeit. Hier gibt's keine Freizeit. Hier gibt's nur endlose Höllenqualen. Aus der Hölle. Moment mal. Ja, du kommst nur dahin. Ich möchte dich nicht sterben sehen. Ja, und ja, beim Lotto ist es ja so, es gibt immer nur einen Gewinner, der hat sehr, sehr viel Glück, aber alle anderen leiden nicht wirklich darunter. Ja, man erwartet ja nicht wirklich, dass man gewinnt. Ja, manche vielleicht schon. Also, im Inneren würde ich niemals behaupten, dass ich darauf hoffe. Ja, selbst wenn ich spiele, heißt es nicht unbedingt, dass ich darauf hoffe. Also natürlich, insgeheim gibt es natürlich irgendwo eine Faser meines Herzens, die danach ächzt und sagt, ja klar, ich bin der eine. Aber wenn man das mal realistisch sieht, weiß man eigentlich jetzt genau, das wird man nicht sein. Genau, überlebt er mit 100. Was für ein Arschloch, heißt ich lieber selbst als sein Kumpan. Er kann sich ja selbst niemals verteidigen. Nobody cares. Ja, nach dem Prinzip lebe ich immer mein Leben und es muss nicht unbedingt direktes Leid, Leidteilung sein. Ja, also im Allgemeinen ist es immer, dass
sich jedes Leid, also Unglück und Glück, so nenne ich das eigentlich. Unglück und Glück. Weil Leid ist ja ein bisschen. Die hassen irgendwie gerade Fun-Kämpfer. Kann das? Weil, wenn man immer so hochtrabend spricht von ja, Leid und Gerechtigkeit, was weiß ich, wie man das nennen möchte. Ja, das klingt alles immer so hochtrabend. Nehmen wir es doch einfach Glück und Unglück. Ja. Wow. Okay. Ein paar Free-XP kommen um die Ecke gestraft. Und ja, so lebe ich mein Leben. Es ist, manchmal mögen sie als Schwarzseher ansehen, aber ich bin damit immer gut gefahren. Um ein direkteres Beispiel zu bringen, zum Beispiel, zwei Leute buhlen um eine Frau. Da gibt es einen, der sie kriegt und einen, der sie nicht kriegt. Manchmal gibt es auch mehrere, die sich nicht kriegen. Ja, das muss die das Mädel wahrscheinlich auch dementsprechend gut aussehen, nett sein, guten Charakter haben, keine Ahnung. Ja? Es wird auch Zeit. Weil dementsprechend muss man natürlich mehr für sie empfinden. Da oben ist ein Standard, kein Wunder, dass ich das Gold nicht einnehme. Ja, nicht unbedingt mehr für sie empfinden, aber ihr wisst, was ich damit meine. Die kann ich mir nicht leisten. Ich habe zu viel Geld ausgegeben. Was wollt ihr? Von unten kommen gleich die Zwerge. Dem stelle ich mich mal in den Weg. Reicht so. Ja, ihr wisst ja, was... Oho, Beschwörung 3 ist... Ach hier, die Feldstatue. Das ist eindeutig zu viel Mana. Einmal... Ja, du interessierst eigentlich nicht. Zweimal. Dreimal. Tschüss. Aber 101 XP für jeden. Aber erfolgreich. Den Anführer zum Duell ist ja süß. Danke für die Free XP. Er hätte lieber es mit Vergiften versuchen sollen. Kleiner Tipp. Ah, es hat wahrscheinlich nicht so eine hohe Erfolgsquote gehabt. So, das heißt, du gehst jetzt einmal nach hinten. Ja. Was gibt's sonst noch Neues? Ich überlege immer die ganze Zeit. Ich habe viele Pläne gemacht. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Zeit aufzunehmen. Mal gucken, wie lange das hält. Ich habe derzeit halt viele kleinere Projekte als eine Art, ich nenne sie mal Spiele. Das sind meistens nur Online-Games, Browser-Games, die ich derzeit viele verschiedene zocke. Ja, gibt ganz anständige dabei. Manche sind, ja, wie immer, nicht so der geilste Bringer, aber im Allgemeinen sind sie eigentlich ganz gut. Ehrengarde der Zwergenkönige, einige ziehen in das Abenteuer oder kommandieren Armeen. Da sie hervorragende Soldaten sind. Ja, Hügelriesen hatten wir schon, die Krieger müssen wir auch schon haben. Mutige Kämpfer ist ein Platz an Seite Mutants, ist sicher. 60, 60, 55. Hau doch erstmal ihn. Ja, nicht ganz, wie ich das gehofft habe. Also ist das normal. Einmal. Zweimal. Bumm. Und tschüss. Ganz schön wenig EP. Ja. Deswegen ist es halt derzeit einfach so, dass ich geringfügig weniger Zeit habe. Entweder habe ich keine Zeit oder halt dementsprechend keine Lust, weil ich lieber Lust auf was anderes hätte. Ist die Flagge rot? Ich sehe die Flagge nicht. Mache ich eine Sicherheit und ziehe mich zurück. Aber ich versuche es ja immerhin. Jetzt gerade eben versuche ich es ja wieder. Wieder einmal, möchte ich glatt sagen.
Und es ist ja nicht so, dass es mir keinen Spaß macht. Also mir macht hier das ziemliche Spielen für euch extrem viel Spaß.